Ja, und somit herzlich willkommen zurück zur Mafia Definitive Edition. Heute mal ein bisschen eine Special-Folge. Ich schaue mir hier mal die freie Fahrt an. Eigentlich habe ich schon ein bisschen aufgenommen und wollte Collectibles sammeln. Allerdings gibt es hier so viele Dinge. Und man muss irgendwie über Umwege, also wie eine Schnitzeljagd, an andere Dinge rankommen. Ist ein bisschen kompliziert gemacht. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns hier halt einfach mal die Side-Missions an, die man hier in der freien Fahrt machen kann. Ich hoffe zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es solche Telefonzellen. Zum Beispiel genau hier unten. Und da soll man, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Nebenmissionen annehmen können, die man in der freien Fahrt bewältigen kann. Ich glaube, bei der Telefonzelle sollte das der Fall sein. Oder auch nicht. Black Mask gesammelt. Public Telephone. Ja gut, okay. Sorry, auch falsch verstanden. Hier muss man auch wieder bestimmte Sachen gesammelt haben. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ein doofes System. Einerseits Requirements Free Roam, also freie Fahrt. Eine Mission muss man erfüllt haben. Und 10 oder mehr Notes von Salieris Bar. Und man bekommt einen goldenen Revolver. Ich weiß ja nicht, ob ich wirklich irgendwie alle Collectibles hier sammeln will. Wenn ich das so sehe. Es gibt 20 schwarze Masken, 20 Dime Detective, 5 Hidden Cars, 11 Outfits, Super Science 20 Stück, 41 Wanted Poster, 22 Cigarette Cards, 10 Gangster Monthly Magazines, 50 Mystery Foxes, eine Postcard und Terror Tale Magazine. 20 Stück. Ist ziemlich viel, wenn man mich fragt. Ziemlich viel. Okay, da mit den Postkarten könnte ich mir anschauen. Es gibt 5 Autos. Man findet hier. Obwohl. Ja, nee. Ich habe ja keine Ahnung von der Map eigentlich, so gesehen. Ich schaue mir mal an, ob es hier irgendwie gleich was in der Nähe gibt. Okay, das habe ich gewunden. Könnten wir hier an den Hafen gehen? Da gibt es eigentlich gleich 4 Sachen. Kann es mir ja mal anschauen, wenn wir hier irgendwie rüberkommen. Was nicht so aussieht. Und möglicherweise könnte ich hierfür vielleicht auch mal die Map einschalten. Denn sonst.
hat Sichtbarkeit ganz. Da haben wir die Map, okay. Bring mich genau jetzt hier auf der anderen Seite. Oder auch hier links gibt's was. Vielleicht können wir das zuerst nehmen. Ich glaube, das Wanted Poster hier müsste es sein. Oder nicht? Dann hat nicht. Wanted by US Marshal. Doch eigentlich schon. Okay, kann man die gar nicht einsammeln oder was? Ansehen. Thomas Meadow, aka Tommy. Lost Heaven Police. Das sind bestimmt die Entwickler, würde ich sagen. Gesucht wegen Mordes. Sind bestimmt die Entwickler versteckt. Okay, das haben wir. Nice. Nur wenn ich die ganzen Collectibles hier sammeln möchte, dann kann das wahrscheinlich sehr lange dauern. Und vor allem haben wir ein bisschen das Problem, dass ein paar Sachen nur während Missionen möglich ist. Sprich, müsste man ein paar Missionen vielleicht sogar nochmals spielen. Hier kommt man gar nicht rein. Wie soll ich denn nach dort drüben kommen? Wahrscheinlich über die Eisenbahnschienen? Nee. Zumindest nicht hier. Hier auch nicht. Und dort auch nicht. Hm. Stellt sich ja als schwieriger dar als gedacht. Ich müsste irgendwie auf die Schienen dort kommen. Aber auch hier geht's nirgends lang. We got a problem. So, ich halt mal hier noch weiter nach links entlang, ob ich da irgendwie nach drüben komme. Vielleicht ja von dieser Seite aus. Aber das sieht mir auch nicht so aus. Okay, möglich. Junge! Möglicherweise hier ja über die Mauer. He's gone. Go back to patrols. We'll get him next time. Nö. Er kann hier nicht über die Mauer springen. Doof. Ich habe einfach sein Auto umgedreht. Ja, gut. Dann wahrscheinlich über den. Wahrscheinlich den. Ja. Über eine andere Richtung. Dann schauen wir uns halt das hier vorne an. Hier sollte es einen Fuchs geben und ein Magazin. Meine allseits beliebten Magazins. Ich wollte bloß mal schauen, wie das Spiel wieder normalerweise aussehen würde. Sieht halt ehrlich gesagt schon ziemlich schlecht aus.
So, sehr ausgeblasen vor allem. Okay, hier ist das Fuchs-Graffiti, dem wir folgen müssen. Das sind die Collectibles, 1 von 50 Mystery Fox entdeckt. Okay, gut. Nice. Die sind vielleicht noch machbar, weil die sind ziemlich offensichtlich versteckt. Oder ziemlich offensichtlich zu sehen, besser gesagt. Nope. Das ist auf der anderen Seite das kleine Häuschen da drüben. Hier sollte es was geben. Dort oben liegt das Magazin. Terror Tales. 4 von 40. 20. Dann kann ich das auch abhaken. Das Gute ist ja, man kann sich auf dieser Webseite vielleicht tue ich das in Beschreibung anmelden und dann kann man eigentlich die Sachen abhaken, die man gefunden hat. Was ja ziemlich gut ist. Da hat man so ein bisschen Überblick, was man schon alles hat und was nicht. Und hier vorne sollte auch wieder ein Fuchs sein. Hier ist wieder das Graffiti. Was ja sehr offensichtlich eigentlich aussieht. Und da oben ist er auch schon. Was es auch immer mit diesen Füchsen auf sich hat. 2 von 50. Entweder habe ich da was verpasst oder ich habe keine Ahnung. Vielleicht gab es das auch schon im originalen Mafia-Spiel. Weiß ich gerade gar nicht. Könnte möglich sein. Ich hier geradeaus fahre, gibt es einen Wanted-Poster. Ich weiß, es nimmt ein bisschen eigentlich so den Spaß raus, das Ganze zu suchen, aber so viel Lust dazu hätte ich dann doch nicht. Wirklich? Das alles zu suchen. Und trotzdem muss man es ja erstmal finden. Sollte. Okay, ich bin zu weit gefahren. Wäre hier. Da ist es auch schon. Das nächste Wanted sein. Gesucht wegen Zigarettenschmuggel Marton Tomori, genannt Zgrnd. Zgrnd haben wir gefunden. Dann gibt's um die Ecke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. Das erste wäre hier ein Magazin. Dann eigentlich hier unten in der Ecke ein Outfit. Chapter 18. Wie es aussieht, sind ein paar Sachen eher
gedacht, eigentlich das Ganze am Schluss zu suchen. Da man ein paar Sachen offensichtlich ja gar nicht finden kann. Wenn ich das so sehe. Weil Chapter 18 sind wir, glaube ich, hier jetzt noch nicht. Kann ich da durch? Natürlich nicht. Gut, dann schaue ich halt kurz, ob ich vielleicht das Outfit hier finde. Das irgendwo hier bei diesem Haus hier sein soll. Hier.